Namibia ist nach Kenia und Südafrika das dritte Land, das wir im südlichen Teil des afrikanischen Kontinents besuchen. Wir hatten gehört, dass Namibia afrikanischer sei als Südafrika und waren daher schon sehr gespannt. Unsere Rundreise führte zu Beginn in die Onyala Lodge und den Onyala Wildpark, wo wir uns vom Flug erholten und erste Eindrücke von der namibischen Fauna und Flora sammeln konnten. Auf der Fahrt in den Etosha Nationalpark machen wir einen Abstecher in die namibische Hauptstadt Windhoek. Und erreichen am späten Nachmittag unser Quartier Etosha Village, das Ausgangspunkt für zwei ganztägige Safaris ist, ehe es weitergeht in die Erongo-Berge. Dort empfangen uns Regine und Horst in ihrer Gästefarm Etendero. Von Erongo für die Reise weiter nach Swakopmund, wo uns eine völlig andere Welt empfängt. Das Hotel zum Kaiser und vieles mehr erinnern noch heute sehr stark an die deutsche Kolonialzeit. Unsere letzte Lodge, Wikebi, ist Ausgangspunkt für einen der großen Reisehöhepunkte, einen Besuch der Dünen von Sossusvlei. In der Onyala Lodge. Im Onyala Wildpark. You guys gonna do is you gonna enjoy your drive. Okay, are you all ready? Yep. Yes. Super. Right. Am Nachmittag steht eine kleine Safari im offenen Jeep an, bei der wir viele Tiere des Onyala Wildparks zu sehen bekommen. Der nächste Morgen beginnt noch vor dem Frühstück mit einer geführten Wanderung. Da ist noch eins. Und dann erwartet uns eine Überraschung. Frühstück mit Ei, gebratenen Speck, Kaffee und allem, was sonst noch dazugehört. Liebevoll von den Farmangestellten im Gelände zubereitet. Heute steht die sehr lange Busfahrt in den 500 Kilometer entfernten Etosha Nationalpark an.
Doch besichtigen wir zuerst in Windhoek die Christuskirche und den historischen Bahnhof. Ehe wir die Fraueninitiative Benduka besuchen, doch zuvor ein Stopp bei einem Discounter. Schon früh am Morgen starten wir zu der geplanten ganztägigen Safari mit unserem Tourenbus. Wir fahren über das Andersen Gate in den Nationalpark ein. Dann auch.
glücklich und zufrieden und mit einer großen Ausbeute an schönen Tierfotos und Tiervideos verlassen wir am späten Nachmittag wieder den Etosha Nationalpark. Morgens in der Früh startet unsere zweite Safari, diesmal aber im offenen Jeep. Was ist denn die Sache?
Ein weiterer erlebnisreicher Tag nähert sich seinem Ende und wir freuen uns auf unsere Lodge. Wir haben sehr viele Tiere beobachten, filmen und fotografieren können, aber es war ganz schön anstrengend, einen ganzen Tag im offenen Jeep zu sitzen. Heute verlassen wir den Etosha-Nationalpark und fahren in die Erongo-Berge. Zur Gästefarm Etendero von Regine und Horst. Am späten Nachmittag erkunden wir dann die Etendero-Farm in zwei offenen Jeeps. Und erfahren von Horst viel über die namibische Fauna, Flora und womit ein Farmer in Namibia täglich zu kämpfen hat. Die Fahrt endet auf einem Berg, wo wir bei einem kühlen Getränk den heraufziehenden namibischen Abend genießen. Die anderen Bauern finden sie da, der Philipp muss herkommen am Navango, am Heute Morgen wollen wir den San-Buschmännern einen Besuch abstatten. Der Begriff San bezeichnet ethnische Gruppen im südlichen Afrika, die ursprünglich als reiner Jäger und Sammler lebten. Das ist der Brand, der hat gerade gehoben. After it dry, then you still have to cut small leathers. And this one, then you tighten one side. On one side, then you put your arrows, your fire sticks, and also dry grass for the drying season. Ja, dann halt. You need to start gathering flowers. Hi. Now, they move out from here. And if you see these two men, it also produce nuts. We eat from its nuts, also elephants. Oh, Kakarate! Dama, achere, kakwe! We take the green part out, scratch it out, then inside we get fever. They make out of bats from Steenbok leather, while they used to do their gathering.
Auch heute haben wir wieder eine sehr große Strecke vor uns. Es geht vom Orongo ans Meer nach Swakopmund. Doch wie jedes Mal legen wir auch heute einige Pausen ein und halten diesmal irgendwo unterwegs an kleinen Verkaufsständen an, wo seltene Steine angeboten werden. Im Township von Swakopmund besuchen wir die Tangeni Shilongo Schule. Hier werden Kinder aus den riesigen Townships ganztägig betreut, erhalten eine schulische Ausbildung und werden auch mit Essen und Schulbekleidung versorgt. Go to our hotel zum Kaiser. Okay. For two days. Wir beziehen unser Quartier im Hotel zum Kaiser, der im Übrigen nie in diesem Hotel logiert hat. Danach machen wir einen ersten Spaziergang in der Stadt, die so gar nicht afrikanisch anmutet, sondern wegen der recht kühlen Temperaturen eher an einen Nordsee-Badeort erinnert. Für heute haben wir eine Fahrt mit dem Katamaran in der Bucht von Walvis Bay gebucht. Necklace! Necklace ist eine Kapfelsrobbe. Ein Männchen, wiegt momentan ungefähr 250 Kilo, ist aber noch nicht voll ausgewachsen. Ist 5,5 Jahre bei uns. Kameras habt. Wenn ihr schöne Kameras habt, könnt ihr die gerne nach hinten legen. Ja. E-Mail-Adresse drauf und dann schicke ich euch eure Fotos. Kleine Shoppingtour durch Swakopmund. Und ein weiterer Bummel am Atlantik, der hier selbst in heißen Sommern kaum die 20 Grad Marke erreicht.
Leider ist auch die Zeit in Swakopmund schon wieder zu Ende und wir begeben uns auf den Weg in Richtung unserer nächsten Lodge, der Wikebi. Unterwegs legen wir einen kurzen Stopp ein an einer kleinen Flamingo-Kolonie und bewundern später im Landesinneren die interessante Landschaft sowie einige einzeln stehende Kescherbäume. Kurzer Stopp auch am südlichen Wendekreis. Hier steht die Sonne am Mittag des Tages der jeweiligen Sonnenwende im Zenit. Gelegenheit zum Kauf einer Erfrischung besteht später nochmal in einer Gaststätte, die sich Solitär nennt. Und die mit schönen alten Autowracks am Eingang auf sich aufmerksam macht. Auch heute starten wir noch vor Sonnenaufgang, denn wir wollen bei optimalem Licht an den Dünen von Sossusvlei ankommen. Das Sossusvlei ist eine von Sanddünen umschlossene Ockernfarbe Salztonpfanne auf Vlei genannt, die nur in den sehr seltenen guten Regenjahren Wasser führt. Auf der Heimfahrt machen wir unterwegs nochmal eine Erfrischungspause. Und halten später noch am Sesrim Canyon, in den wir hinabsteigen. Bei starken Regenfällen sollte hier unten ein tosender Fluss fließen. Wir nehmen Abschied von Wikebi, von der schönen Landschaft und von Namibia. Katja und Philippus bringen uns nach einem letzten namibischen Mittagessen unterwegs und eine nochmalige Erfrischungsmöglichkeit in Windhoek zum Flughafen. Morgen früh betreten wir in Frankfurt wieder deutschen Boden. Wir haben viel erlebt und viel gesehen. Bis bald, Namibia. Wir schauen bestimmt mal wieder vorbei.